Heißen die vielleicht einfach großes Messer? Ja, ganz ehrlich, wenn du Google Mittelalter Großmesser eingibst, dann wird da bestimmt was kommen. Ja, also wie gesagt, die hatten irgend so einen Namen. Swords and More! Ja, Mann! Die sind sowieso großartig. Swords and More, da bin ich selbst auch, ja, also ich selbst geiere da auch immer sehr gerne drauf. Oh Gott, das sieht gerade in der Cutscene aus, als hätte Blink grüne Haare. So, wo war Gia? Zonk! Zonk! Ah, fuck! Ich benutze statt dem rechten C-Stick benutze ich immer das rechte Steuerkreuz. Also ja, Swords and More ist eine ziemlich coole Instagram-Seite. Also die haben halt auch so eine Homepage. Ansonsten Tutti. Caro sagte gerade, ein bisschen Stress, so ein bisschen, alles ein bisschen viel. Deswegen geben wir uns gerade Mühe, sie zu beschäftigen, ein bisschen abzulenken. Und genau, Swords and More, die haben eine geile Homepage. Ich gebe mir halt, weil die machen monatlich eine Instagram-Verlosung, ich gebe mir da tatsächlich auch immer ein bisschen die Blöße und versuche da ein bisschen was abzustauben. Diesen Debuff-Stress, ja. Hat man ab und zu immer mal. Bin ich leider auch keine Ausnahme. Du grantiges Mistviech. Ja? Genau, verpiss dich wieder in dein Loch. Du. Elender Wurm. So. Der Titel, ne? Ist ja mega geil. Subterraner Lava Drachoid Volvagia. Volvagia sieht auch auf den Arts, auf den Graphic Novels, auf den Artbook kannst du ja schlecht sagen, aber, ne? Auf den Bildern zu dem Game sieht Volvagia so geil aus. Es gab damals in der Endzone, ne? Also in der Zeitschrift von Nintendo, gab es ein Poster, Riesending. Wie Link auf Volvagia sitzt, alles noch schön gezeichnet, wie, ne, quasi auf dem Viech reitet und da irgendwie gerade so in den Nacken schlagen will. Mega geiles Poster. Und tatsächlich hat ein Arbeitskollege, komm, was ist es? Ja, geil, ein Schlüssel. Ha, perfekt. Schon immer gewünscht. Aber ja. Yeah! Oh, das Amulett des Waldes. Da können wir jetzt aber nichts Spezielles mit anfangen, ne? Große Messer war um 1500 eine oft benutzte europäische Klingenwaffe. Diese Klingenwaffe galt als Messer und Säbel und nicht als Schwert. Es konnte je nach Ausführung sowohl einhändig als auch beidhändig geführt werden. Ja, korrekt! Tatsächlich, einfach nur ein Großmesser. Okay. Easy. Aber ja, genau so ein Ding meinte ich. So, jetzt lass mal überlegen. Wir haben einen Longshot bekommen. Mit dem Longshot. Mit dem Longshot können wir jetzt nach Gerudo. Ohne Pferd. Mhm. Geil. Aber bevor wir das tun, weil wir halten uns an unsere Reihenfolge. Bevor wir das tun, gehe ich mit Mini-Link den Brunnen fertig machen. Der Brunnen war im Maul von Jabu Jabu. Weil wir ja jetzt Zeldas Wiegenlied haben, kann ich im Brunnen noch zwei oder drei Kisten absahnen. Das Coole ist halt, dass der Brunnen dann clear ist. Dann müssen wir da auch nie wieder hin. Wenn ich dann gerade klein bin, kann ich halt mit Zeldas Wiegenlied noch einmal bei den Fröschen vorbeirennen. Volga war auch eine Maschine in Hyrule Warriors, auch wenn er Filler ist. Ey,
Mit dem Char konntest du so dermaßen geil juggeln. Metalhead Ganondorf. Ey, die ganzen Hyrule Warriors Designs feiere ich so hart. So, ich höre gerne mal weiter zu. Über Schwerter labern, versuch aber etwas zu dösen. Also lesen wir uns später nochmal. Okay. Ah, Mittelalter-Mädels, dickes Plus-Bones, auch von mir. Aber, weiß nicht, glaub, Wisst ihr, was? Erza aus Fairy Tail lieben. So, joa. Valkyrenbeste. Ja gut, die ist aber auch rabiat in Person, die gute Erza. Tatsächlich konnten wir mit dem Waldmedaillon was anfangen. Aber es war leider nur Bullshit. Stimmt, eigentlich hätte Sheik uns hier die Kantate beigebracht. True. Also so Ja-Sager-Mädels müssen es jetzt halt nicht sein. Ich sehe schon, es geht alles so in eine ganz klare Richtung hier im Chat. Wo waren das nochmal? Ach stimmt, wir haben bei Lutz und ich, wir haben bei Mario Kart haben wir über Waifus geredet. Beziehungsweise was denn so die Präferenzen wären. Wer sagte da nochmal Rosalina wär's? Shadow sagte, Rosalina hatte wegen. jetzt habe ich wieder was losgetreten, ey. Okay, münzen wir das doch mal um. Rosalina hatte ich bei Mario Kart abgelehnt, hatte ich damals gesagt. Weil mir die Alte einfach zu passiv ist. Die strahlt für mich einfach diese Zundere Emo-Vibes aus. Habe ich das jetzt. Warte mal. Zundere oder Yandere? Ich bring das immer durcheinander. Zundere war das Passive, ne? Aber ja. Lohnt sich nur, wenn man das auch auspacken darf. Ach, warte mal. Wenn ich hier gerade auf dem Weg bin. Aber münzen wir das doch mal um. Favorite Zelda Waifu? Fragezeichen. Jetzt bin ich gespannt. Ach, Zundere waren die Frechen. Siehst du, ich verwechsel es jedes Mal. Geil, fünf Diamanten. Ja, hau rein. Siehst du, also genau. Rosalina strahlt für mich halt diese Emo-Yandere-Vibes aus. Nicht so mein Fall. Aber die, Also, Zelda Universe hat ja einige. Midna hat zwar ein cooles Character-Design, aber Sheik mit dunklen Haaren wäre perfekt. Okay. Die strahlt es für mich so aus. Fragt mich nicht. Tja, ich kann mir die auch mit verheulter Emo-Schminke vorstellen. Ah.
Die anderen sind die psychisch Abgefuckten. Ich komm nicht mehr mit. Bah! Gott! Genres! Dinge! Präferenzen! Ich glaube, Rosalina ist halt einfach zu passiv. Ja, Punkt, aus, Ende. Ja, mach mal auf da. Au, Bitch. Yeah! Boah, das ist mein Beat. War Schick jetzt legit ein Kerl? Da fragst du was. Das ist so eine Auslegungssache, glaube ich. Ob du jetzt sagst, yo, ist Mädel weil Zelda oder ist, ja. Oder ist weil Verkleidung. Okay, alles am Morgen, was mit Love Interest steht. Ja, okay, ja, ich bin raus bei der Scheiße. Eigentlich ist Sheik doch Zelda, nur in einer besseren Form, mit verpackten Brüsten, oder nicht? Ja. Das ist jetzt halt so, das ist N64-Graphics, so, das ist richtig Auslegungssache. Ob du jetzt sagst, Sheik ist, ne? Keine Ahnung, hat das Triforce der Weisheit ihr jetzt einen Penis wachsen lassen oder nicht? Ich glaube, das ist up to you. So, jetzt haben wir hier die... Boom. Jetzt haben wir hier die Kacke endlich mal abfließen lassen. Get up, Wuffels. Ich glaube, laut Manga hat man sie als Kerl verwandelt, damit die Tarnung garantiert funktioniert. Alles klar, ja, okay. Why not, ne? Au. So, dicke, dicke Kiste. Dicke, dicke, dicke Kiste. Der Stein des Wissens, Motherfucker! Okay, das ist tatsächlich... also es bringt uns jetzt nicht direkt weiter. Und, boah, ich glaube, wir haben alle Löcher schon ziemlich gut abgegrast. Aber haben oder nicht haben. Deswegen ist Sheik als Waifu schwierige Aussage. Ja gut! Genderfluid ist heutzutage a thing. Also, wenn das halt für dich fit geht, dass du... Hallo! Wenn das halt für dich fit geht, dass du halt an einem Tag quasi nur einen Buddy hast, mit dem du saufen gehst und am anderen Tag dann halt ein Girlfriend, so dann, ne? Dump Race mit Longshot. Geht noch nicht. Wir brauchen... Weil die Höhle ist in Kokiri Forest. Die Höhle ist im Dings. In den Lost Woods. Das heißt, wir brauchen immer noch Salias Lied, um da reinzukommen. Frauen können auch gut einen wegbechern. Ja, true. Ich habe eine Kollegin, die kann schneller Bier exen als ich. Was? Erlauben. Der Filter wollte gerade JAP filtern. Also JAP von Bones wollte der Filter gerade filtern. War doch vor Goron City. Ach, fuck, was war denn dann in den Lost Woods, yo? Ah, nein, ah! In den Lost Woods, jetzt, weil in den Lost Woods war die Krypta... Oh, Moment. Ich hab verkackt. In den Lost Woods war die... Hier war da noch eine Kiste, ja. In den Lost Woods war die Krypta
wo du die Hymne der Sonne bekommst. Und da können wir mit Deans Fire noch was anzünden. So war das. Okay. Also kann ich hier nach? Ich meine, ja. Ich hole mir jetzt noch die letzte Kiste. Zu Sheiks ersten Auftritt wurde Sheik noch als Mann bezeichnet. In Ocarina of Time wurde Sheik stets als Kerl beschrieben. Selbst Rute, die Prinzessin der Zoras, nannte ihn einen jungen Mann. Auch das Erscheinungsbild von Sheik scheint noch männlich. Dies änderte sich im Laufe der Zeit. Ja, also sie haben... Super Smash Bros. Melee wurde Sheik das erste Mal als Mädchen bezeichnet. Die Erscheinung war damals jedoch noch die gleiche wie in Ocarina of Time. Offizielles Statement von Nintendo gab es damals nicht. Auch als Super Smash Bros. Brawl rauskam, war die Frage nach Sheiks Geschlecht nicht geklärt. Tja, dann... Ne? So. Hopp. Das ist die Kiste, die ich suchte. Ist auch nur ein Schlüssel. Jetzt müssen wir aber auch noch alles spinnen. Abgrasen. Hier drin. Das ist ganz wichtig. Alter, wir haben noch zwei Schlüssel hier drin. Oder Sheik ist eine Futtergeschichte. Oh Gott. Hier waren wir. Ich bin hier durchgetaucht. Das, ja, alles klar, den Raum hatten wir. Alrighty then. Übrigens, wen es interessiert, ich denke, ich wäre, was Zelda-Waifus angeht, eher so im Team Naburu? Oder die Reinkarnation von Din, die Tänzerin aus Oracle of Ages. Fände ich auch ziemlich cool. So, jetzt mal schauen. Und Midna ist auch really, really gothic und really, really hot. Ja, true. Aber ihr seht, da zeichnet sich bei mir schon so ein Muster ab. Fuck. Autsch. Midna ist awesome. Aber ich wollte mal cool sein und vielleicht noch so ein paar unbekanntere Perlen ins Licht rücken. Da vermisse ich mein erstes Weibchen etwas. Okay. Sia? Da klingelt gerade nichts. Bin ich doof? Ach. Ja, die war wirklich Yandere, die Alte. Das war doch Fangirl Nummer 1, Alter. Schü. Also das war schon... Die habe ich verdrängt. Ich meine, geil, ja, klar, die sieht scharf aus, so, aber... Die Map von ihr, also die, Karte, auf der man dann gegen sie die Schlacht führt. Wo sie da die Porträts von den ganzen verschiedenen Links hat und so. Also die war wirklich Notice Me Senpai. Gar nicht mein Stil. Ich meine, klar, Body und so. Aber das war wieder diese Nummer mit der Crazy und Hot Skala, wisst ihr noch?
ab. So, du hattest... Genau, du hattest ein Herzteil, also nichts Atemberaubendes. Aber der Brunnen... Schaut mal, jetzt ist der Brunnen aber immer noch nicht... Immer noch nicht komplett. Müssen die restlichen Skulltulas noch abgammeln? Auch wenn das halt nur Symbole sind. Oder was auch immer für ein Scheiß. Aber wir müssen sicher gehen. Aber auf der Kehrseite hast du dann Lana, die einfach... Ja, Idle Lolly war... Jetzt lass mal sehen. Okay, die... die Scheiße war das. Hier die beiden Türen, die waren zu. Genau, aber hier waren halt auch... Die hängen halt auch einfach in der Luft, ne? Die hängen einfach in der Luft? Weil die dich abfacken wollen, so. Whoops. Gib mir was Cooles. Ein Fünfer. Awesome. Du hast 5 Diamanten bekommen. Also ich finde halt, also keine Ahnung, also mega viele Leute gehen halt auch ultra steil auf Marlon? In Erwachsen? Was ich aber halt irgendwie, muss ich gestehen, finde ich jetzt nicht, weiß ich nicht, die hat jetzt nicht ganz so was Besonderes im Vergleich zu den ganzen anderen Zelda-Mädels. Dann lurk ich halt zum Waifu-Talk. Okay, Moment. Das will ich tatsächlich gerne haben. Oh Gott, nein, sauf das doch nicht! Okay, nichts passiert. Yeah! Das, warte. Geil, die 4. Pulle! Ah, nicht schlecht, das ist... es ist ganz und gar nicht schlecht. Und alles Kulturlas, fit! Brunnen abgehakt. Yeah! Wer steht denn nicht auf Bubis und Booties? Also... Klar, also, ne, gibt natürlich Leute, die sagen, nicht mein Fall, aber... Ich glaube, dass zumindest das, den ästhetischen Respekt haben sie irgendwie bei absolut allen.